Hallo Leute, willkommen zurück zum neuen Video der Serie With Nico. Mein Name ist Nico Juranek und in dieser Vlog-Doku nehme ich euch Schritt für Schritt auf den Weg zu meinem zukünftigen Online-Business mit, wo ich mit Studenten zusammenarbeite, die auch ihre erfolgreiche Online-Präsenz aufbauen wollen. Cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Stichwort des Tages ist heute Spontanität. Wie ihr wahrscheinlich wisst, lege ich sehr viel Wert auf eine gute Planung. Also meine Woche ist durchgeplant, mein Tag ist durchgeplant. Ich habe ein Monatsziel und so weiter. Und trotzdem bin ich so ein riesiger Fan von Spontanität. Warum? Ganz einfach, trotz all dieser Planung können immer Sachen dazwischen kommen, die einfach unvorhergesehen sind. Das können irgendwelche Sachen sein und es kommt dann ganz darauf an, es liegt an dir, wie du mit diesen Sachen umgehst. Lass du dich dann davon runterdrücken und sagst, okay, jetzt hat das nicht so hingehaut, wie das funktioniert hat, wie das funktionieren sollte. Und was machst du jetzt? Ist dann deswegen der ganze Tag im Eimer oder schließt du diese eine Sache ab, opferst vielleicht nur eine zweite auf und fangst und startest dann wieder bei der nächsten Sache, wie du es geplant hast. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Heute, ganz konkret, sind wir nämlich spontan um 4.30 Uhr nach Zagreb gefahren aus Wien mit Freunden und zwar auch so nicht ganz geplant, wollte ein paar andere Sachen machen und dann habe ich gesagt, ja, na, lass uns diese spontane Sache machen. Und lass uns die anderen Sachen vielleicht auf die Seite geben, das werden wir später noch machen. Und so war es dann in Wahrheit. Und so gesehen hätte ich mich jetzt ärgern können, dass ich die ganzen Aufgaben von diesem Tag, die ich mir da vorgenommen habe, nicht geschafft habe. Und umgekehrt war es einfach super, weil ich gesagt habe, ja, okay, ich treffe jetzt diese spontane Entscheidung und mache das anders und werde das dann so machen. Der Effekt war dann, dass ich einen extrem coolen Tag unten hatte in Kroatien. Mit den Freunden hatten wir extrem viel Spaß und dass ich zurückgekommen bin und gesehen habe, okay, es waren jetzt ein paar Sachen zu tun, aber das war es absolut wert und ich werde das noch irgendwie anders schaffen. Und ich kenne leider auch viele Leute, die aber nicht auf diese Spontanität reagieren können, alles bis ins kleinste Detail planen und dann aber gleich alles hinwerfen, wenn sie sehen, okay, es haut jetzt ein kleines Detail nicht so hin, wie sie das gern gehabt hätten. Und das finde ich schade. Und da wollte ich auch wieder an euch die Frage stellen, wie geht es euch mit der Spontanität? Tut ihr euch das schwer, doch spontan zu sein oder seid ihr da recht flexibel? Würde mich freuen, wenn wir da Diskussion vielleicht der Kleine zustande bekommen. Schreibt eure Meinungen wieder in die Kommentare hinunter. Ja, und empfehlt es das Freunden, wenn ihr wen kennt, der vielleicht nicht so spontan ist oder wo ihr gern hättet, dass er spontaner wäre. Und ja. Einstweilen so gut. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Habt einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.